Ihnen allen ein herzliches Willkommen am Eckhofplatz, heute aus gegebenem Anlass mit einer Theaterbühne. Seit 22 Jahren arbeiten wir hier in unserer Praxis am Eckhofplatz, in diesem wunderschönen Wohnstädtbau. Viele Bürger kennen den Bau von außen und manchmal zwangsläufig auch von innen. Nun freuen wir uns auf einen besonderen Gast, der sich nicht nehmen lassen hat, an seinem 300. Geburtstag dabei zu sein, und wir bitten ihn in unsere Mitte. Wir haben extra für unseren Konrad Eckhof eine kleine Bühne entstehen lassen, auf der er sein Leben verbracht hat. Sie wollen mehr erfahren von einem Mann wie ich, der vor 300 Jahren, geboren an der Elbe oder mit anderen Worten, von hier gesehen ganz oben im Norden, Hans Konrad Diederich Eckhof, so heiße ich. Als wir uns im Februar das erste Mal getroffen haben und dieses Projekt besprochen haben, war ich begeistert von Ihrer Idee und gleichzeitig ein bisschen klamm, weil es war Februar und der Termin im August war aus meiner Sicht verdammt knapp gestrickt. Und bevor man so eine Idee ausformt, hat man ja doch viel Literatur zu lesen, sich reinzuarbeiten in den Text. Und ich hätte es mir einfach machen können. Mein Name Konrad Eckhof, Vater der deutschen Schauspielkunst. 1720 in Hamburg geboren, bin ich durch die ganze Welt gezogen. Doch mein wahres Glück fand ich in einer Stadt in Deutschland, die heute keiner mehr so gern in den Namen nimmt. Und das muss sich ändern. Meine Damen und Herren, ich bin in Gotha. Dort wurde ich das, für das man mich rühmt. Ja, die Idee kam uns eigentlich aus der Tatsache heraus, dass wir hier viele Patienten haben, die sich nach Gotha zu uns in unsere Untersuchung begeben haben und immer mit dem Namen Eckhof ein Problem hatten und nie den Namen Eckhof verstanden haben. Und daraufhin sind wir auf die Idee gekommen und haben gedacht, wir müssen mal klare Verhältnisse schaffen, damit man einem Platz, der diesem Mann gewidmet ist, einen Namen gibt und eine entsprechende äußerliche Wirkung. Und daraufhin kam uns die Idee, eine Plastik erstellen zu lassen, die uns in die Lage versetzt hat, den Leuten zu erklären, dort, wo eine schöne Plastik steht, da sind sie richtig, wenn sie zu uns in die Praxis kommen wollen. Wir haben dann Gerd Weber gefunden, einen renommierten Bildhauer aus der Gegend, aus Gräfenhain, der uns in unseren Vorstellungen sehr entgegenkam und hat uns auch die Gesichtsform dahingehend erklärt, dass man als Schauspieler ja nie alleine seine Gedanken bringt, sondern ein Schauspieler immer unter verschiedenen Aufnahmen und hinter verschiedenen Bildern sich versteckt und sein Leben lang eigentlich hinter einer Maske lebt. Und das war unsere Einstellung, das so zu wählen, wie wir es hier vorfinden. Und nun stehen wir an dieser Plastik, sind glücklich und haben uns gedacht, die Stadt Gotha ist unsere Heimat und wir würden gerne was spenden und würden dort auch mit dieser Plastik eine gewisse Spur hinterlassen. Ein weiteres Schwarz-Rot-Weiß. Jetzt der Question der Weg.